Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Lost Ark Video eingeschaltet habt. Ich freue mich, denn wir bekommen im März bereits schon unser erstes Content Update. Ich denke, es wird Mitte, Ende März werden, das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Was wir bekommen, ist aber eine neue Geschichtsepisode, Kadaan, und diese enthält die Insel Isteri und die Illusionsbambusinsel. Die sind an die Gearstufe 1100 gerichtet, also T3-Content, und wir brauchen dafür einige Quests, die wir vorher absolvieren müssen, und zwar in Jorn, Es werde Licht, in Flüsterholm, der Anfang unserer Geschichte, und die Illusionsbambusinsel, also die neue Insel, Ende der Prüfung. Das sind unsere Voraussetzungen, um dann die neue Endgame-Quest in Angriff nehmen zu können. Das finde ich sehr, sehr geil, und das Ding ist, ich denke mal, hier wird es auch T3-Belohnungen geben, um dann die Leute auf 1370 zu bekommen. Denn 1370 sollte eigentlich der Entry sein für den Abgrund-Raid Argos. So wie ich das gesehen habe, ist der Argos-Raid ein 8-Mann-Raid. Er ist bereits in Korea released, das bedeutet, es gibt schon einige Boss-Guides. Ich will hier aber kein Gameplay einblenden und auch nicht zu hart spoilern, beziehungsweise ich habe selbst nicht so viel geschaut, weil ich mich auch persönlich nicht spoilern möchte. Und deswegen das nur kurz zur Information. Der Fight wird wohl drei Phasen haben, wo man dann immer wieder gegen denselben Boss kämpft. Und der wird dann von Phase zu Phase immer stärker. Coole Raid-Mechanik, ich freue mich drauf, denn ich finde die Abyss-Raids sehr gelungen von den Mechaniken her in Lost Ark. Und mein persönliches Ziel ist es jetzt natürlich, die nächste Zeit in der nächsten Woche 1370 zu pushen, um dann den Entry für den Argos Raid zu haben, und das wird auch der Ziel unseres Raids sein. Das bedeutet, ja, könnt ihr dabei sein, live auch im Stream. Wir werden den sicherlich raiden und wir werden jetzt alle Vorbereitungen treffen. Wir haben ja bei 1340 einen kurzen Stop eingelegt mit dem Gear Push, um dann Economy zu pushen, also Gold und blaue Kristalle. Und jetzt gehen wir halt hin und versuchen hier unser Gear hochzubringen, sodass wir sofort mit dem Release in den Raid starten können. Also, sehr, sehr geile Neuigkeiten. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und viel Glück, viel Erfolg beim Upgraden. Das ist immer das Wichtigste. Bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dreed. Ciao. We'll be right back.